Rednerin ist die Kollegin Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der größten Herausforderungen für uns Baupolitiker. Der Bedarf ist in den nächsten Jahren aktuell und in den nächsten Jahren sehr, sehr hoch. Das Bauministerium prognostiziert, dass wir pro Jahr mindestens 350.000 neue Wohnungen brauchen. Selbstverständlich benennen auch wir das ganz klar. Wir brauchen dafür aber genau die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen politischen Weichenstellungen. Und so viel vorab. Die Vorschläge, die Sie in Ihren Anträgen gemacht haben, sind sicherlich nicht die richtigen Instrumente, meine Damen und Herren. Was brauchen wir? Wir müssen Investitionen anreizen, denn der beste Mieterschutz, das ist und bleibt richtig, das kann ich auch nicht oft genug sagen, ist bauen, 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 meine Damen und Herren. Jede Wohnung, jede Mietwohnung, jede Eigentumswohnung oder jedes Eigenheim entlastet den Wohnungsmarkt, der im Übrigen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Aber das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist bei der Fraktion Die Linke, das wissen wir ja, vielleicht noch nicht komplett angekommen. Teile Ihres Antrages lesen sich nämlich eher als eine Rückkehr zu sehr bürokratischen Instrumenten mit teilweise, ich formuliere das mal vorsichtig, planwirtschaftlichen Ansätzen. Und genau das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Der Antrag erweckt außerdem den Eindruck, dass wir in Deutschland keine funktionierenden Wohnungsmärkte haben. Aber wie wir alle doch wissen, ist die Situation in Deutschland sehr unterschiedlich. Wir haben die Metropolen, ich sage jetzt mal Beispiele, Berlin, München, Hamburg, in Ballungsgebieten, in Hochschulstädten. Da haben wir deutliche, sehr starke Engpässe an den Wohnungsmärkten. Aber im ländlichen Raum, wo ich zum Beispiel herkomme, da haben wir teilweise in vielen Regionen eine sehr gute und hochwertige Wohnraumversorgung. Und wir haben sogar in anderen Gegenden eher das Thema, zum Beispiel in Nordbayern und in Sachsen, dass wir gegen eine Abwanderung und gegen Wohnungsleerstände ankämpfen müssen. Das heißt also, die Wohnungsmärkte sind regional sehr unterschiedlich. Und auch genau das muss sich in unserer Politik niederschlagen. Und eines ist auch klar, eine einseitige Konzentration auf Mietwohnungen greift sicher auch zu kurz. Wir brauchen auch die Eigentumsförderung und es gibt eben nicht nur die eine Maßnahme, das eine Instrument, sondern wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Wir brauchen klare Signale für mehr und bezahlbaren Wohnraum. Und da ist und bleibt, und das möchte ich auch noch mal wiederholen, unser wohnungspolitischer Dreiklang sicherlich die geeignete und richtige Antwort und das geeignete Leitbild. Erstens, richtige Investitionsanreize setzen. Der Staat allein kann nämlich den notwendigen Bedarf nicht decken. Und das muss jedem auch hier im Raum klar sein. Der Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus setzt hier genau diese Anreize. In den ersten 3 Jahren können insgesamt bis zu 35% abgeschrieben werden. Das ist ein wichtiges Signal an die Investoren, den notwendigen Wohnraum zu schaffen. Wir müssen aber auch noch an weiteren Stellschrauben drehen. Die Baukostensenkungskommission im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, wir müssen die Baukosten senken, damit eben wieder investiert wird. Und diese Investitionen benötigen wir ganz dringend. In der Diskussion um Gesetzesänderungen, zum Beispiel auch in puncto Energieeffizienz, ist es eben wichtig, dass wir Kosten und Nutzen gegenüberstellen. Und es wurde bereits gesagt, es gibt Expertenberechnungen zur ENEF, die seit 2016 jetzt in Kraft ist, die sagen, die Baukosten steigen um 7% und auf der anderen Seite haben wir nur eine Einsparung von 0,02%. Und das stellt die Wirtschaftlichkeit in Frage, die wir immer eingefordert haben und nach wie vor ganz klar einfordern, meine Damen und Herren. Bei der Überarbeitung der ENEF ist es wichtig, und das sage ich auch als Klimapolitikerin, die Klimaziele einzuhalten.
und die Klimaziele und die Erreichung der Klimaziele damit auch zu unterstützen. Aber genau deswegen brauchen wir eben auch einen effektiven Klimaschutz und effektive Instrumente und effektive Maßnahmen in diesem Zusammenhang. Und wir müssen natürlich auch die Notwendigkeit vom bezahlbaren Wohnraum auch bei dieser Überarbeitung im Blick behalten. Genau das muss der Maßstab sein. Und darauf werden wir alle achten. Zum zweiten Punkt des wohnungspolitischen Dreiklangs, den sozialen Wohnungsbau wiederzubeleben. Und da haben wir auch einiges in die Tat umgesetzt. 2016 bis 2019 gibt es 2 Milliarden mehr für die Wohnraumförderung und damit wurden die Kompensationsmittel verdoppelt. Und eben die Eckpunkte des Haushaltes 2017 sehen nochmals 500 Millionen mehr für den Wohnungsbau vor. Und jetzt habe ich eine klare Hoffnung an die Bundesländer und ich möchte es einfach mal so zum Ausdruck bringen, ohne das jetzt in einen Angriff gleich wieder umzumünzen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass die Mittel zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Und ich kann an der Stelle positiv sagen, Bayern hat mit seinem Wohnungspakt die Mittel nochmal, die vom Bund kommen, deutlich, sehr, sehr deutlich aufgestockt. Und da können sich andere Länder, es wurde gerade gesagt, es gibt auch noch andere Länder, durchaus ein Beispiel daran nehmen, um das ganz positiv zu formulieren. Ja, und jetzt zum dritten und letzten Punkt des wohnungspolitischen Dreiklangs, die ausgewogene mietrechtliche und sozialpolitische Flankierung der Wohnungspolitik. Und auch da sind wir dran. Die Wohngeldreform und die Mietpreisbremse wurde umgesetzt. Und ich möchte an der Stelle Mietpreisbremse auch mal ganz klar sagen. Wir haben da einen Schwerpunkt gehabt. Die Mietpreisbremse soll so ausgestaltet werden, dass wir auf der einen Seite die Deckelung der Miete schaffen, aber allein das reicht eben nicht, die Mieter zu entlasten. Wir müssen auch weiterhin in den Bau neuer Wohnungen investieren und verhindern, dass sie zu einer Investitionsbremse wird. Und deswegen haben wir wichtige Änderungen im Rahmen der Gesetzgebung zur Mietpreisbremse durchgesetzt, nämlich, dass die Neubauten ausgenommen werden und dass in Mietpreisbremsegebieten auch konkrete Maßnahmenpläne erstellt werden, um eben den Engpässen entgegenzuwirken. Das waren konstruktive Verbesserungsvorschläge, so möchte ich es an der Stelle auch mal formulieren. Und dann möchte ich sagen, zum zweiten Mietrechtspaket, da liegen uns ja jetzt neue Vorschläge von Justizminister Maas vor. Und da hätten wir schon erwartet, dass die auch dem Koalitionsvertrag entsprechen. Denn das ist nicht der Fall. Der Vorschlag schließt, wie auch schon die Eckpunkte, übers Ziel hinaus. Die Absenkung der Modernisierungsmieterhöhung auf 8% ist da nur ein Beispiel. Das verhindert notwendige Investitionen in den Wohnungsbau und die energetische Sanierung. Und meine Damen und Herren, ich möchte an der Stelle sagen, es kann doch nicht sein, dass auf der einen Seite, und das ist gut so, der Finanzminister den Wohnungsbau steuerlich fördert, die Bau- und Klimaministerin die Mittel für den sozialen Wohnungsbau aufstockt und die Energieeffizienzmaßnahmen voranbringt und auf der anderen Seite ein Justizminister jetzt ein Mietrechtspaket 2 vorschlägt, das Investitionen und energetische Sanierung ausbremst. Das tragen wir so nicht mit, meine Damen und Herren. Und da fordern wir auch eine klare Umsetzung genau des Koalitionsvertrages. Zum Abschluss möchte ich noch zum Ausdruck bringen, meist steht nur der Mietwohnungsbau im Fokus. Wir müssen aber auch daran arbeiten, dass mehr Menschen zu Wohnungseigentum kommen. Das ist wichtig für die Altersvorsorge. Aber es ist natürlich auch so, dass jede selbstgenutzte Wohnung eine Mietwohnung freimacht. Und deswegen brauchen wir neben den Maßnahmen zur Förderung des Mietwohnungsbaus auch die Eigentumsförderung. Und deswegen werden wir nicht locker lassen, was die Anpassung der Wohnungsbauprämie an die Einkommensentwicklung angeht. Vielen herzlichen Dank. Die Kollegin Claudia Tausend.